Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu meiner Sendung Die unsichtbare Welt. Heute möchte ich euch gerne in das Thema entführen, die Kraft der Segnungen, und euch damit große Stärke der Liebe vermitteln. Die Kraft der Segnungen ist eine große Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns, etwas Gutes in seinem Leben bewirken zu können, für sich, für andere und für die gesamte Welt. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich in meiner Hellsichtigkeit Engel beobachtet habe, wie sie die Menschen, die Welt segneten. Und als ich spirituelle Praxis von ihnen lernte, sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass jeder einzelne Segnung aussprechen kann und auch segnen soll. Denn was ist eine Segnung? Eine Segnung ist die Fokussierung des Geistes auf einen liebevollen Gedanken. Und da die Energie des Lebens unseren Gedanken folgt, fördern wir entsprechend logischerweise auch eine lichtvolle Entwicklung in unserem Leben, bei anderen und in der gesamten Welt. Denn je mehr unser Fokus auf lichtvolle und lösungsorientierte gerichtet ist, umso mehr erreichen uns dann auch durch unsere Ruhe innovative Ideen, wunderbare Lösungen für jeden und alle. Die Kraft der Segnung ist eine wesentliche spirituelle Praxis im Cosmogetic Healing, wie ich dies in meiner Online-Ausbildung lehre, denn jeder hat in sich so viel Potenzial in seiner Spiritualität, in seiner geistigen, feingeistigen Natur. Denn wir sind geistige Wesen, die irdische Erfahrung machen. Mir hat die Kraft der Segnung schon in allen möglichen Lebenslagen geholfen. Zum Beispiel auf unserem Heilungsweg hier. Wenn du Kummer hast, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht voran, wenn dir Geduld und Kraft ausgeht, segne deinen Weg der Heilung, auf dass sich alles sinn- und lichtvoll fügen möge. Als Mutter habe ich von Anfang an mein Kind gesegnet und dies hat zu wunderbaren Lösungen, Ideen, Ansätzen geführt und himmlischen Schutz auch verstärkt. Es gibt wirklich nichts, was du nicht segnen dürftest, denn alles in unserem Leben profitiert von liebevollem Blick auf die Dinge, auf die Menschen und Begebenheiten natürlich. Beim Thema Segnung ist aber auch wichtig, ein paar Punkte zu bedenken, damit auch die Absicht, die wir verfolgen, rein auch ist. Denn je reiner diese ist, umso höher schwingender ist die Segnung, umso mehr erreicht es natürlich auch die höhere göttliche Instanz der Liebe. Und umso mehr können die Engel diese Energie aufnehmen und damit arbeiten, dein Schicksal lichtvoll fördern. Durch deine Aufmerksamkeit, durch dein Zutun natürlich ebenso.
Was ist die Reinheit der Absicht? Segnung ist kein Wunschkonzert, dass man sagt, ich will, dass mein Partner zurück zu mir kommt und segne diesen Wunsch. Nein, denn es ist eher ego-behafteter Wunsch, denn du kannst nicht wissen, beispielsweise, ob es wirklich sinn- und lichtvoll für deine Entwicklung, wie auch seine Entwicklung, diese Beziehung wäre. Und außerdem, zu jeder Beziehung gehören doch mindestens zwei dazu. Der andere muss ja auch daran interessiert sein, nicht nur ein Part. Und deshalb sagen wir immer im Anschluss, beispielsweise eine Partnerschaft, wenn es darum geht, wir bleiben immer offenlassend und sprechen offener, wie beispielsweise, ich bitte um Segen für meine Beziehung zu diesem Menschen. Möge sie sich so entwickeln, wie es sinn- und lichtvoll für alle Beteiligten ist. Du musst in der Segnung, in deiner göttlichen Natur offen sein für alle Möglichkeiten. Hauptsache, sie sind sinn- und lichtvoll. Ist es beispielsweise sinn- und lichtvoll, dass die Beziehung sich fügt, dann wird es so kommen. Ist es sinn- und lichtvoll, dass eine heilsame Trennung und liebevolles Loslassen sich vollzieht, dann solltest du auch dafür offen sein. Denn in der spirituellen Kraft leben wir aus dem Urvertrauen heraus und wissen, es gibt eine höhere Instanz der Einliebe. Wir haben einen großartigen, liebevollen, lichtvollen Seelenplan hier auf Erden, jeder Einzelne. Und wie konkret dieser ist, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir ihn erfüllen, indem wir uns in unserer Liebe weiterentwickeln. Über das Den Abschluss einer Segnung haben wir gesprochen, wie wertvoll, entscheidend liebevolle Haltung ist. Lass uns den Anfang einer Segnung anschauen, damit du einfach Grundverständnis hast und flexibel in deinem Alltag das anwenden kannst. Ich spreche gerne eher unkonventionell und frei, aus dem Herzen gerne heraus, das ist dann immer auch authentisch. Und beginne jede Segnung mit liebe lichtvolle geistige Welt. Ich bitte um göttlichen Segen und Begleitung der Engel bei meinem Anliegen und bitte um Segen, wie beispielsweise für diese Partnerschaft, auf dass sich alles so fügt, wie es sinn- und lichtvoll für alle Beteiligten ist. Der Anfang ist für die Fokussierung auch sehr wertvoll. Liebe lichtvolle geistige Welt, wir wenden uns dem Licht zu, der Liebe zu. Und damit empfinden wir auch liebevolle Werte wahrlich in unserem Herzen. Und so haben wir auch in unserer modernen Spiritualität, meine Quelle ist ja Cosmogetic Healing, wie ich auch in meinem Heilungsbuch Heilen mit der göttlichen Kraft intensiver beschreibe. Und können damit lichtvolle Strömungen, Schicksale in alles, was uns bewegt, hineinbringen lassen. Die Segnungspraxis gehört für mich jeden Morgen dazu. Ich segne meinen Tag. Ich segne meine Familie, ich segne mich, ich segne meine Berufung, wie auch diese Sendung beispielsweise. Das erhöht die göttliche Intuition in unserem Herzen, sodass wir die himmlische Führung aus unserem Urvertrauen heraus und Achtsamkeit mehr wahrnehmen, stressresistenter auf Belange reagieren. Wenn unsere Pläne beispielsweise nicht aufgehen, was ja eher die Regel ist, wir müssen ja immer im Leben improvisieren.
Unsere Pläne sind einfach nur für die Ausrichtung sinnvoll, aber auf keinen Fall sollten wir in diesen erstarren. Das Leben ist doch im Fluss. Wir sollten also durch unser Vertrauen auch im Flow sein. Das heißt, offen, kreativ, spontan, flexibel. Und die Sendung hilft in dieser Lebenstüchtigkeit. Denn ich möchte unbedingt Sendung für Sendung auf diese heilsame Weise bodenständige Spiritualität vermitteln. Durch diese Erläuterungen zum Thema die Kraft der Segnungen möchte ich jetzt einfach noch zusätzlich betonen, segnen kann jede, segnen kann jedes liebevolle Herz. Also Segnung ist also nicht, die Kraft der Segnung ist also nicht irgendeiner Institution ausschließlich überlassen oder irgendeinem Berufsbild. Jede Mutter sollte ihr Kind segnen. Jeder Vater sollte sein Kind segnen. Jeder Unternehmer sollte sein Unternehmen segnen. Wir sollten unser Zuhause segnen. Das bedeutet, Liebe in alles hineinbringen. Und wenn wir diese liebevolle Praxis praktizieren, spirituelle Praxis üben, dann auch in den Stürmen des Alltags, in den Wendungen des Lebens gelingt es uns, dieses Urvertrauen in uns zu bewahren, diese Ruhe, die wiederum heilt. Weil wir wissen, das ist mein lichtvolles Ziel, dass sich alles sich sinn- und lichtvoll fügt, in meinem Projekt, in meinen Beziehungen, in meiner Gesundheit beispielsweise. Und den Weg dorthin, da ich weiß, die Engel wirken ja mit, die göttliche Kraft der Allliebe wirkt mit, habe ich dann also auch die Ressourcen, nämlich das Vertrauen, die innere Ruhe, flexibel, spontan, gelassen, aufmerksam, achtsam. Achtsamkeit ist ja Spiritualität zu gestalten. Fühle dich bitte im Anschluss an unsere heutige Sendung in dich hinein. Nimm wahr, was liegt dir am Herzen, was möchtest du gerne segnen. Und dann kannst du gerne mir einfach nachmachen. Du setzt dich bequem hin, das beruhigt schon mal dein Nervenkostüm. Du nimmst dir Zeit, zum Durchatmen zu kommen. Du nimmst dir Zeit, somit aus den Anspannungen herauszukommen. Denn Spannungen führen ja immer als Ausdruck der Angst zu Problemen und wir wollen in die Liebe hinein. Atme tief durch. Richte dich auf und gehe in einen liebevollen Zustand hinein, in dem du an die Liebe denkst. Mit dem nächsten Atemzug auch die Liebe fühlst, denn die Liebe ist eine Entscheidung. Es ist ein Zustand. Und da auch du mit der himmlischen Kraft verbunden bist und göttliches Licht, Kosmogetik Healing auch durch dich fließt, für die Intensivierung dieser himmlischen Energie nimm deine Hände in betender Haltung vor dem Brustraum zusammen. Selbst wenn du jetzt vielleicht am Anfang noch nicht so viel spürst, aber symbolisch kannst du das ruhig üben. Reibe deine Hände sanft aneinander. In deinen heilenden Händen beginnt durch deine ruhige Besinnung heilende Energie zu fließen, denn deine Hände sind Verlängerung deines Herzchakras, durch welches heilendes Licht strömt in dir als geistige Heilerin, geistiger Heiler, und visualisiere eine Segnungskugel, eine Lichtkugel in deinen Händen. Stelle dir vor, als ob du eine kleine Sonne hältst. Und wenn du die Hände jetzt versuchst zusammenzulegen, dürfte das nicht ohne Widerstand gehen, denn kosmische Energie, die Kraft des Lebens, schwingt in deinen Händen. Und in diese Lichtkugel hinein legen wir
in dieses Segnungslicht unsere Bitte hinein. Du denkst bitte an dein Anliegen in Liebe, in Frieden. Liebe lichtvolle geistige Welt, ich bitte um göttlichen Segen und Begleitung der Engel bei meinem Anliegen, auf dass sich alles so fügt, wie es sinn- und lichtvoll für meine Entwicklung ist und für alle Beteiligten. Dafür danke ich und gehe voller Zuversicht voran. Dir wird um dein Herz warm, deine Segnungskugel wird gewichtiger, dein Fokus immer stärker, bewusst wie auch unbewusst auf das Positive, Zuversichtliche, und die Lichtkugel schicken wir symbolisch nach oben in den Kosmos hinein, in den Universum hinein, in dieses unendliche, göttliche Bewusstsein der Allliebe. Und lassen fließen und fließen, während die Engel dieses Licht auffangen und die Schicksalsfäden entsprechend fördern. Du atmest tief ein und aus und spüre die Wirkung des Segnens, ein wunderschönes Empfinden von wohliger Wärme im Herzen und tiefem Vertrauen breitet sich in dir aus. Und dieses liebevolle Erlebnis, das ist spirituelle Praxis, das nährt deine Seele, das stärkt deinen Charakter. Und langsam werden deine Hände kühler, die Energie ist vorüber, wir streichen symbolisch aus, atmen tief ein und aus und spüren, wie wunderbar das Vertrauen in unserem Herzen sich entfaltet. Und dieses Vertrauen, was du jetzt spürst als wohlige Wärme in deinem Herzen, ist die Grundbasis für deine Heilung. Weil durch dieses Vertrauen aktivieren sich deine Selbstheilungskräfte. Aktiviert sich die Zelldurchlichtung, über welche ich in der vorherigen Sendung gesprochen habe. Du erlaubst dir, ruhiger zu werden und zur Stille immer mehr zu finden, fernab von Ablenkungen und Stress. Und verstehst die Stille immer mehr als dein Freund. In der Stille, in der Gegenwartspräsenz, findet dir Heilung statt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern immer im Jetzt. Und damit bitte erlaube dir, wenn es dir gut getan hat, die Kraft der Segnungen weiter zu üben und zu praktizieren. Du wirst Wunder erleben, indem du jeden Tag mit einer Segnung morgens beginnst und deinen Tag segnest. Wie auch gerne deine Vorhaben, Bedürfnisse, wie wir vorhin besprochen haben. Und sehr gerne schließe auch deinen Tag mit deiner Segnung auch ab, indem du auch mit deinem Gute-Nacht-Gebet deine Nacht segnest. Du wirst merken, wie das Urvertrauen wächst und gedeiht und dies wiederum Wunder erschafft. Und dies ist auch der Grund, dass wir in der nächsten Sendung unsere spirituelle Praxis noch mehr fördern, noch mehr spirituelles Wissen verinnerlichen, indem wir beim nächsten Mal über die Kraft der Heilsymbole sprechen werden. Ich wünsche dir gutes Gelingen in allem, gute Besserung, sorge dich nicht. Liebe.